Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen, sehr geehrter Herr Dix, Dank auch von mir und im Namen meiner Fraktion für Ihre Arbeit, Dank an Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und danke für den jetzt vorliegenden Tätigkeitsbericht 2013, den wir ja heute beraten. Auch dieser Tätigkeitsbericht macht deutlich, die Digitalisierung von Kommunikationswegen nimmt zu. Die Digitalisierung macht auch nicht vor privaten Bereichen und Dingen des täglichen Lebens Halt. Stichworte: intelligentes Haus, Smart TV und Spielekonsolen. Die damit verbunden sind immer umfassender werdende Möglichkeiten der Erfassung und Auswertung privater Daten, auch das Erstellen von Kundenprofilen. Die Überwachung und Ausspähung von Bürgerinnen und Bürgern nimmt immer größere, nie geahnte Dimensionen an. Deshalb steht im Mittelpunkt des Tätigkeitsberichtes des Datenschutzbeauftragten, und wie kann es auch anders sein, die Stärkung des Datenschutzes, der Informationsfreiheit und zunehmend auch der Schutz vor Eingriffen in die Persönlichkeitsrechte. Die Enthüllungen von Edgar Snowden fallen auch in den Berichtszeitraum des Jahresberichtes 2013. Und wir sollten uns diesbezüglich immer bewusst machen, Deutschland ist eines der Hauptziele des NSA. Und unter dem Aspekt der Missachtung von Persönlichkeitsrechten sind auch die Stichworte Prism und Tempora zu nennen. Runtergebrochen auf Berlin möchte ich auch unter dem Aspekt Eingriff in die Persönlichkeitsrechte beispielhaft auf die nicht individualisierte massenhafte Funkzellenabfrage sowie Übersichtsaufnahmen bei Versammlungen durch die Polizei hinweisen. Die Begrenzung und Kontrolle von Ausspähung und Überwachung durch Nachrichtendienste und Sicherheitsbehörden wird uns wohl noch eine Weile weiter beschäftigen. Dabei geht es auch um die Frage, wie sich Bürgerinnen und Bürger vor Lausch- und Sperrangriffen schützen können. Hier hat auch der Senat die Pflicht und über Möglichkeiten des individuellen und Schutzes vor Eingriffen in die Persönlichkeitsrechte zu informieren. In seiner Presseerklärung zum Tätigkeitsbericht weist uns der Datenschutzbeauftragte darauf hin, dass der Bericht 102 Beiträge zur Gesetzgebung und Rechtsprechung und zu Bürgerbeschwerden sowie zu Überprüfung von Amtswegen in der Berliner Verwaltung und Berliner Unternehmen enthält. Angesprochen wird auch die Sicherheit der Datennetze und die sichere Kommunikation innerhalb und außerhalb der Berliner Verwaltung. Und das gilt auch für Bürgerinnen und Bürger, die Kunden der Verwaltung sind. Das ist auch immer wieder Thema im Ausschuss für digitale Verwaltung, Datenschutz und Informationsfreiheit. Bereits im Tätigkeitsbericht 2012, also vor 2 Jahren, weist der Datenschutzbeauftragte darauf hin, dass bei der Einführung der D-Mail die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gewährleistet werden muss. Dies gelte, jetzt aktuell Hinweis von Herrn Dix, dies gelte vor allem bei der elektronischen Übermittlung von Gesundheits-, Sozial- und Steuerdaten. Die Vertraulichkeit muss gewährleistet bleiben. Daten müssen vor Unbefugten lesen, vor Unbefugten kopieren und vor unbefugten Manipulationen geschützt sein. Wir wissen, dass eine Verschlüsselung von Kommunikationsdaten keine absolute Sicherheit vor Ausspähung und unbefugten Zugriffen ist. Es ist aber ein Mittel zur Erhöhung der Datensicherheit. Da stimme ich Herrn Dix ausdrücklich zu. Der Datenschutzbeauftragte weist darauf hin, dass es 2012 laut IT-Dienstleistungszentrum ungefähr 1,1 Millionen Hackerangriffe auf die Verwaltung gab. Die Berliner Verwaltung betreibt vielfältige Verfahren, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Für jedes Verfahren braucht es ein spezifisches Sicherheitskonzept, das in ein behördliches Sicherheitskonzept eingebettet werden muss. Bereits in der Debatte um den Tätigkeitsbericht 2012 hatte ich hier im Plenum auf das Thema IT-Sicherheitsbeauftragte hingewiesen und aufgegriffen. Schon im Jahresbericht 2011 wurde diesbezüglich den behördlichen Sicherheitskonzepten ein deutliches Verbesserungspotenzial festgestellt, bereits 2011. Und unter anderem, dass auch in den Bezirksämtern, nicht in allen, keine Sicherheitsschulungen gibt und keine Sicherheitsbeauftragten bestellt wurden. In 2013 hat der Datenschutzbeauftragte die Bezirke um die Übermittlung der jeweiligen IT-Sicherheitskonzepte gebeten. Lediglich 5 Bezirksämter legten ein IT-Sicherheitskonzept vor. 5 von 12. Die Bezirke, die kein Sicherheitskonzept vorgelegt haben oder vorlegen konnten, begründeten dies mit einem vehementen Mangel, dass es an entsprechenden Ressourcen mangelt. Übersetzt heißt das, es fehlt an Personal.
Der Senat verweist an dieser Stelle immer gerne an die dezentrale Verantwortung, auch an die Verantwortung der Bezirke, zum Beispiel bei der Umsetzung von IT-Konzepten und hier von Sicherheitskonzepten. Aber der Senat ist durchaus für die Personalbemessung und Zuweisung verantwortlich. Auch dies kleine Beispiel zeigt, die Berliner Verwaltung braucht endlich und dringend ein am Bedarf orientiertes Personalkonzept. Ich hätte gern noch an dieser Stelle über das E-Government-Gesetz gesprochen, aber hier ist ja schon darauf hingewiesen worden, darauf warten wir schon seit Jahren. Der Datenschutzbeauftragte war in der glücklichen Situation, zu einem Referentenentwurf Stellung zu nehmen, dem allerdings der Opposition nicht vorliegt. Und deswegen mein letzter Satz. Liebe Koalition, endlich aufmachen, machen Sie Ihre Schularbeiten. Wir möchten endlich über ein E-Government-Gesetz mit Ihnen diskutieren.